Am Rande des KZE-Gipfels hat die Ukraine heute den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Sie verpflichtet sich damit, alle noch aus der Sowjetzeit gelagerten mehr als 1000 nuklearen Sprengköpfe an Russland abzugeben. Im Gegenzug garantieren die USA, Russland sowie Großbritannien der Ukraine die Selbstständigkeit und verpflichten sich, das Land weder anzugreifen noch mit wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen unter Druck zu setzen.